fahre meine Kanonen aus, weil die muss ich ja auch einigermaßen fit halten. Die ist in Ordnung. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Okay. Die schauen alle noch gut aus. Kannst ja mal schauen, ob da eine Verbindung ist zwischen den mittleren und den Außenringen. Nicht wirklich. Also außer hier halt in Form von Felsen. Mein Flugzeug ist fast kaputt. Weiß nicht, ob ich die schon kaputt schießen darf oder soll oder muss. Babe? Speichern schadet nie. Insel wird angegriffen, ja. Wahrscheinlich hinten am Bomber. Yep. Immer wenn ich das Ding aufbaue, schießt es mir irgendjemand kaputt. Baum. Ja, weil Baum. Das ist doch Haken bei der Sache. Ist doch irgendwo wieder noch was versteckt, was du noch zerstören musst. Ich fliege jetzt hier mal ein kleines Stückchen weiter. Dass das da hinten eine relativ ungünstige Ausgangsposition ist. Schauen wir mal, ob wir von hier aus besser agieren können. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich auch mal schauen, ob wir die Kanonen davon jetzt kaputt schießen können. Ohne, dass sich die ständig wieder aufbauen. Schießen sie die ganzen Turrets. Die bleiben kaputt. Wieso schießen die Raketen zurück?
dann auf ein neues mit dem Bomber. Wir sind zumindest schon mal ein gutes Stück weiter. Wir kriegen die Kanonen zumindest schon mal kaputt. Okay, die Kanone ist zumindest kaputt. Aber die da noch nicht. Die will nicht kaputt gehen. Speichern wir noch unsere Weichpunkte. Ich hatte das Gefühl, dass du machst so irgendwas triggern musst, bevor du die letzte Insel, bevor du die Insel mit dem Turm zerstören darfst. Ich schau mal, ob ich vielleicht die Ranken unter dem Turm wegbomben kann. So, hier nur noch diese eine Kanone da. Oh, die da hinten baut sich wieder auf. Ja, da gibt ja noch Ranken übrig. Gott, was macht die für Schaden? Das hat zumindest schon mal funktioniert. Das Ding ist in Bewegung. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich das Ding jetzt kaputt machen darf. Es ist nicht mal mit der großen Insel verbunden. Jupp, ich gehe mal davon aus, dass ich das Ding jetzt kaputt machen darf. Nein, ich will jetzt nichts bauen. Das Ding kommt. Ah, da kommen auch mal wieder aus irgendeinem Grund Bomber. Nee, keine Bomber. Die kommen von der Königin. Ups, das war schon richtig hier. Für die Königin. Das war. Boah. der eine Turm ist. Das ist jetzt super stark, ey. Natürlich muss der Flitzer gerade genau da sein. Witzig ist, mein normales Flugzeug trifft das Ding überhaupt nicht, aber mein Bomber trifft es fast jedes Mal. Bombenbeiwurf. Ja, oder? Werf schon mal Bomben auf die Königin. Nö, darf ich anscheinend immer noch nicht. Du darfst immer noch nicht das Ding zerstören? Nö, anscheinend immer noch nicht. Wieso auch immer? Ich weiß es nicht mal. Wieso gibt's hier noch irgendwas? Wo will das Ding überhaupt hinfliegen? Frage. Hm.
schreit die. Sei froh, dass du das nicht hörst. Ich könnte einmal mal versuchen, die Skrittkönigin kaputt zu bomben. Wirklich kann ich ja nur mal neu laden. Schief gehen kannst du nicht. Ich weiß nämlich jetzt echt nicht mehr, was ich noch tun soll, also... Gehen wir mal direkt aufs Face. Wir spielen jetzt Face Hunter, wenn wir es in Hearthstone sagen würden. Dann holen sie doch an zwei taktisch wichtigen... Ich glaube, ich habe wieder langsam eine Ahnung, wie man das machen kann. Ja? Ich habe zumindest eine verrückte Idee, die funktionieren könnte. Und sie hängt mit dieser Insel zusammen, die über der Königin fliegt. Wenn du mir so weit folgen kannst. Vielleicht muss ich das Ding einfach nur genau dann abschießen, wenn sie über der Königin ist. Ja. Schauen wir mal. Okay. Ich warte jetzt hier noch mal eine Runde. Deswegen hast du auch immer verloren, wenn du gerade diese Insel zerstören wolltest. Ja, wahrscheinlich. Da könnte ein Zusammenhang bestehen. Das wäre zumindest jetzt mal die logischste Erklärung, die ich dafür hätte. Ah, Logik und Videospiele. Ah. So, jetzt kann ich kurz nochmal einen Überblick verschaffen. Wo ist er gerade? Okay. Sehr angeschwächt. Wo kreist denn der rum? Wie weit schießen die Dinger? Ist mal ehrlich. Ich hab's nicht mal angeschossen, oder ist es von der eigenen Kanone kaputt gegangen? Kann das sein? Wahrscheinlich. Höschen ist auf jeden Fall schon mal mehr. Jo. The more you know, war das so der Spruch? Kann gut sein, dass der Spruch so war. In den Orbit. Recht viel höher darf ich nicht fliegen. Sagt mir eben die ganze Zeit, dass ich in der Danger Zone bin. Danger, Danger. Bomben! Mal schauen, ob das reicht. Aufhören zu bomben! Boah, ist das schwierig. Wozu hat man einen Bomber? Moment mal. Okay. Problem ist nur der Blickwinkel, den ich nie wirklich... Mach mal ein bisschen schnell, flieg mal ein bisschen schnell in die Richtung und flieg wieder zurück.
Ich Richtung Kanone. Ich kann da unter dem Ding auch noch lenken, keine Sorge. Schrei doch nicht so, du Mistvieh da unten. Okay. Ich frage mich gerade, wenn das Ding in der Mitte der Wachturm ist, kann ich das Ding dann vielleicht über dem Ding zum Stehen bringen? Jetzt die Frage, ob das ein Wachturm oder irgendwas anderes ist. Die Masse geht aber ziemlich. Mit dem normalen Flugzeug habe ich da ein bisschen besseren Überblick als mit dem Bomber, deswegen mache ich das mal mit. Der ist auch ein bisschen schneller. Und die Kanonen treffen den nicht. Zumindest treffen sie mich komischerweise nur dann, wenn ich versuche auszuweichen. Wenn ich einfach nur geradeaus fliege. Moment mal. Jetzt kannst du anfangen zu feuern. Ja. Ja. Es war das Rätsels Lösung. Ich habe jetzt gerade noch eine Leuchtturmwarnung bekommen. And so the terrible queen of the Skrits was finally destroyed. Together with her brood, she plummeted to her death in the fiery inferno. The countless sacrifices had not been in vain. At last, the days of uncertainty and struggle had come to an end. Aber hey, immerhin bin ich von selbst noch drauf gekommen, wie man das Viech kaputt kriegt. Ja. We thank you, Nomad. You have rid the world of a great evil. Now at last, peace reigns throughout our world, and we can once again travel freely between all levels, as we did in ancient times. With the artifacts of the Master Builders, we'll repair the ravages of war. There has been much suffering. But now, that is at an end. The sacrifice your friends made was not in vain. Together, you and I shall turn our world into a paradise, and... No, Trevane. That's not for me. I'm a nomad. I need adventure. If I stay in one place too long, I get restless. I'm setting off to the Sea of Flame today. I refuse to believe my friends are dead. As long as a flicker of hope remains. And who knows? Perhaps there's an adventure or two waiting for me in the Sea of Flame. Farewell. Farewell, Nomad. May you find that which you seek. And remember, you will always be welcome here. Das Ende. Und der stumme Hauptcharakter hat am Schluss doch noch seine drei Sätze bekommen. Ja. Ja, da haben wir das Spiel ja dann doch noch durchgeschafft. Jawohl, ja. Und es war ein ganzes Stück Arbeit, wenn ich das so richtig beurteilen darf. Ja. Oder kann. Gerade das letzte Level. Es war halt die Sache, bis zum drittletzten Level habe ich es vorher mal wieder gespielt. Danach habe ich mir gedacht, ja komm, dann kannst du das LP ja schon dafür machen. Die letzten zwei Level habe ich mir dann allerdings nicht mehr angeschaut und deswegen wusste ich da jetzt auch nicht mehr, wie man da genau vorgehen musste. Aber... Das war jetzt komplett blind, das letzte Level. Ja, das letzte Level war fast komplett blind. Das habe ich das letzte Mal vor mehr als 10 Jahren gespielt. Das ist
viel zu lang her. Aber du wusstest immerhin noch, dass man was mit diesen Ranken machen muss. Ja, das wusste ich noch und ich wusste auch, dass irgendwas mit der Insel war. Aber ich wusste bis zum Schluss, wo ich dann diesen Geistesblitz plötzlich hatte, nicht genau, was ich damit machen muss. Ja. Aber hey, ich bin noch drauf gekommen. Ja. Schade, dass es nie einen zweiten Teil gab. Also, das wäre. Oder vielleicht ist es sogar gut, dass es keinen zweiten Teil gab, weil bei Fortsetzungen ist immer die Gefahr, dass sie nie wirklich an den Vorgänger anschließen können, von der Qualität her sehr hoch. Ja. Aber so ein Spiel wie das hier, also gerade vom Spielprinzip her, könnte man einfach mal wieder mal machen. Also ja klar, rein vom Spielprinzip ja schon. Dann könnte man noch ein bisschen mehr draus machen. Man könnte, wie gesagt, man könnte das mit Leveling verbinden, dass du deine Insel noch ausbauen kannst. Und heutzutage sind Spiele sehr beliebt, wo man schon alleine vom Customization, also von Aussehen der Insel, so verschiedene Bauweisen, ist ja heutzutage auch sehr beliebt, wenn du da so ein paar verschiedene Inseln freischaltest. Jo. Vom Aussehen her. Ein bisschen mehr Bauplatz auf den Inseln, den man sich freischalten könnte, wäre auch noch gut, weil ab irgendeinem Punkt geht halt einfach wirklich der Platz aus und ein paar Gebäude braucht man halt wirklich. Und am ja. Schluss hat man noch maximal 5 Plätze frei, die man für Geschütztürme hat. Und noch eine Stufe 4 für Gebäude. Weil Stufe 3 war ziemlich schnell erreicht. Ja, aber man kann halt dann mehrere Stufe 3 Gebäude haben und am Schluss waren eh nur noch die Turrets wirklich interessant. Weil ja. Ab dem Zeitpunkt, wo du Stufe 3 Kraftwerk und Stufe 3 Silo hast, brauchst du dann nur noch Stufe 3 Turrets. Und das Silo ist auch nicht unbedingt so notwendig, also das könnte man theoretisch auch umgehen, aber ich finde es riskant, mit so wenig Energievorrat zu spielen. Ja. Ja, großartig. So. Ich weiß nicht, gehen die Credits eigentlich irgendwann vorbei oder wiederholen die sich die ganze Zeit? Ich glaube, die wiederholen sich gerade die ganze Zeit. Dann machen wir das einfach mal so. Ja, wir sind wieder im Titelbildschirm und das LP ist damit vorbei. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre dasselbe nochmal mit den anderen beiden Charakteren spielen. Und ich kann es euch gleich mal sagen, es ist dieselbe Geschichte, nur mit einem anderen Hauptcharakter und minimal anderen Gebäuden. Ja, andere Flugzeuge auch. Ja. Mehr ist das nicht. Wobei ich die Gebäude und das Flugzeug von Susi wirklich noch am besten finde. Mit Goliath kann ich mit den Geschütztürmen nichts anfangen und mit John kann ich beim Flugzeug nicht wirklich was anfangen. Mit Susi kann ich mit beiden umgehen. Deswegen spiele ich mit ihr am liebsten. Aber oh. Ja, bevor wir jetzt groß weiter rumreden, an der Stelle würde ich das LP beenden. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Spiel gefallen hat oder was auch immer. Ja. Schreibt es einfach in die Kommentare für die paar Zuschauer, die wir für dieses LP hier haben. Also dann, wir verabschieden uns und vielleicht sehen wir uns in irgendeinem anderen LP wieder. Ich glaube, da wäre noch was geplant, so Richtung Echtzeitstrategie, ne? Ja, das könnte doch durchaus sein. Na dann. Ja, später. Ja, wir verabschieden uns jetzt. Macht's gut. Tschüss.